Freunde, willkommen bei einem weiteren Vlog aus Gaziantep. Im heutigen Video, ganz simpel, nehme ich euch als allererstes mit ins Kickbox-Training. Ja, Randy kann Kickboxen. Hey, hey, hey! Spaß kann ich nicht, aber werden wir heute lernen. Direkt im Anschluss geht's dann auch mal wieder Burger essen. Ihr liebt Burger, ich liebe Burger. Wir gehen nicht irgendein Burger essen, wir gehen einen Double Cheeseburger essen und einen Entrecôte Burger. Beef Patty, Entrecôte Fleisch drauf, Käse, Entrecôte Fleisch drauf. Viel Spaß in diesem Video. Entrecôte Fleisch drauf. Emre kriegt jetzt sein versohlt. Er kriegt ihn jetzt einfach versohlt. Was redet der? Hey, hey, hey! Hey, 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 hey! So sieht's aus, Mann. Nach dem Boxtraining gibt es mal wieder ein Burger-Video, weil wenn ich irgendwo hinreise, ist mindestens die zweite Sache, die ich esse, Burger. Und wir werden Kaburger probieren. Ist also, der Beste in Antep? Das ist der Beste in Antep. Sind wir da? Wie heißt der Laden? Podium. Brava. Freunde, das Gym sieht gut aus, oder? Was sagt ihr? Bruder, ich schwör's dir, meine Füße sind so groß, schau jetzt. Das Gym sieht auf jeden Fall nice aus, Bruder. Muss ich schon sagen. Ich bin ehrlich, Freunde, ich kenne mich mit diesen ganzen Bags gar nicht aus. Aber diese Bag sieht für mich aus. Kicken. Die sieht für mich aus. Da könnte man auch Uppercut schlagen. Wir laufen uns gerade so 20 Runden warm, damit ihr Bescheid wisst. Weil ich weiß nicht, was auf Türkisch Pause ist. Ich kann nicht mehr. Die haben einfach in dem Gym Lüften falsch geschrieben. Da steht einfach Lütfen. Der war so schlecht. Boxen mal wieder, macht echt Spaß. Und ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, welchen YouTuber ich herausfordern soll. Entspannt euch. Jetzt geht's weiter zu Kicks, Freunde. Yakın mesafeni göstereceğim. Şimdi mesela yakın mesafedesin. Örnek veriyorum, dövüştün. Yakın mesafeleri bu bitirmek için. Ama mesela uzaktan mesela. Ah, okay, okay. Das war jetzt erstes war Nahkampf, zweites. Einen, okay. Bei Local kannst du dein Standbein ein bisschen einknicken, also tiefer, genau. Aber der ist mein Weak. Also, ja, das letzte, was du gemacht hast, war perfekt. Okay. Genau. Genau. Hey, hey, hey! Genau. Immer über Kreuz. Alter! Das war's mit dem Boxtraining. Es war sehr, sehr geil. Jetzt machen wir uns fertig. Und dann gibt's Burger, oder? Eine Ewigkeit später. Sinan! Boah, fertig. Was machen wir jetzt? Was machen wir wohl jetzt? Burger essen! Ich will nur sagen, gestern haben wir Wetterbericht angeschaut. Stand minus 6 Grad mit Schnee, dann bewölkt. Da habt ihr es, jetzt hat es 15 Grad wahrscheinlich. So Freunde, 19.400 Abonnenten, schaut mal. Alle meine wirklich türkischen Freunde sind eifersüchtig, dass ich in Antep war und jetzt schon das zweite Mal bin. Antep ist die Küche der Türkei. Wir sind da. Ich sage euch ehrlich, nach so einer Sportsession wie heute hat man sich auch einen guten Burger verdient. Jetzt fällt's mir. Bleiösse. Randy, wie wir Matulium machen. Matulium, ja. Merhaba. Merhaba. Interessant. Eben schon gekürzt. Chef oder was? Ja, ja. Sag, schöner Laden. Sehr, sehr schöner Laden. Die ganz schön selten. Ja, das ist alles. Also, Freunde, das war der Chef des Ladens. Emre ist schon ziemlich gut connected, natürlich, weil er mit Lukas die Videos hier gemacht hat. Mehrere YouTuber schon hier auf jeden Fall rumgeführt hat.
okay, aber es ist nur eine Essiggurke, chill. Boah, diese Soße, gell, sieht sehr, sehr nice aus. Der klassische Double Cheeseburger soll hier sehr gut sein. Und den würde ich gerne jetzt probieren. Und den probieren wir jetzt. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir in die Küche. Nach dem Gym einfach Fleisch brutzeln zu sehen, was will man mehr, oder? Für so ein Restaurant in Frankfurt hat er das, die Karte geschrieben, das Menü geschrieben. Choc Gisel. Wir haben eine Käse-Pilz-Mischung, sieht interessant aus. Und der Cheeseburger, muss ich ehrlich sagen, das Fleisch schön rot, gute Farbe, schön viel Fett drin, duftet gut. Wir haben einmal einen Double Cheeseburger, ganz klassisch, zweimal Fleisch, dazwischen Käse, obendrauf Käse, das Brot schön angetoastet nochmal auf der Grillplatte oder angegrillt. Kein typisches Burger Bun, sondern ein Weißbrot mit Sesamkörnern drauf, also sieht auch sehr, sehr gut aus. Ich bin eh nicht mehr der größte Brioche Bun Fan einfach, ich finde es auch geil, mal einfach mit anderen Brotarten zu arbeiten. Und dann haben wir einmal einen Burger, einem ganz normalen Patty, Zwiebeln, diese Käse-Pilz-Soße und Entrecot-Fleisch drauf. Willkommen in der Türkei. Es sieht überragend aus. Und als allererstes testen wir natürlich die Pommes. Die erinnern mich so ein bisschen an Kartoffeln mit diesen Cheetos-Chips überzogen. Ich weiß nicht genau, was sie für eine Gewürzmischung benutzt haben, aber schaut euch das mal an. So muss eine Pommes aussehen. Bruder. Ist der Crunch? Crunch ist nicht 100%, also 90%, aber Geschmack, Bruder, krass. Fangen wir an mit dem Double Cheeseburger. Wenn wir hier reinschauen, karamellisierte Zwiebeln, zweimal Käse, zweimal Fleisch, dann durchgeschnitten und nochmal die Seite angegrillt. Das Fleisch hat auch eine geile Konsistenz, sieht super aus. Eine schöne Zwiebelmasse in der Käse, der schmeckt nochmal deutlich intensiver nach Cheddar. Du beißt in den Burger, das Brot ist sehr, sehr weich und die Zähne gleiten nur noch durch das Brot, durch das Fleisch. Nicht mal die Zwiebeln haben einen, würde ich sagen, einen unangenehmen Biss. Gaziantep, wow, stark, wirklich stark. Die Pommes sind krasser, ehrlich. Boah, die sind geil. Ein bisschen für mich ein Tick zu viel Gewürz, aber so. Schau mal, wie weit das Brot ist, Mann. Richtig nice. Dieser Burger ist einfach juicy, Mann. Es kommt einfach Saft raus, Alter. Wenn man einen Double Cheeseburger isst mit diesen karamellisierten Zwiebeln, diesem zweimal Fleisch, diesem Käse und diesem sehr, sehr geilen Brot, ja, fehlt nur noch eine Sache und das ist Säure. Die haben extra einen kleinen Teller hingestellt mit zwei Gabeln drin. Dann schnappt man sich eine Essiggurke, beißt von diesem wirklich super leckeren Cheeseburger ab. Sehr, sehr geile Idee, muss ich auch sagen, die Gurken einfach so zu geben. Dann hast du in jedem Biss eine Säure. Und jetzt, Freunde, kommen wir wirklich zu einem Burger, den ich, glaube ich, noch nie gegessen habe. Entrecot-Fleisch mit einem Beef Patty unten, Pilze in Käsesoße, denke ich mal, eingelegt und Zwiebeln. Unten sieht man auch das untere Brotstück schön mit dem Fett und dem Saft vom Fleisch und diesen ganzen Soßen einfach vollgelaufen. Afi Dawson. Ich hätte gedacht, das Entrecot ist ein bisschen zäher, dass es schwerer wird abzubeißen, dass vielleicht so ein bisschen Stücke rausfallen oder sowas.
Hier sieht man es. Ganz cleaner Biss. Kein bisschen hat sich vom Fleisch verschoben oder so. Der Käse fungiert einfach als Zement. Er hält alles schön zusammen. Vom Geschmack schmeckt er jetzt sehr, sehr ähnlich wie der Cheeseburger. Ich finde, das Entrecot merkt man nur wirklich von der Konsistenz, vom Geschmack nicht wirklich. Die einzige Sache, die mir aufgefallen ist, die ich meiner Meinung nach besser machen könnte bei diesem Burger, das Bun könnte butteriger sein. Könnte mit mehr Butter angebraten sein. Guten Appetit. Du hast ihn schon gegessen, oder? Mhm. Auch noch nicht? Dein erstes Mal? Ich muss sagen, es gefällt mir schon fast ein bisschen besser. Aber was ich kritisieren muss, das Fleisch ist schon tot. Tot? Ich mag es eher ein bisschen medium. Ja, ich auch. Sehr, sehr guter Punkt, den Emre auch erwähnt hat. Das Fleisch, wenn wir uns an die Videos aus Rio erinnern können, falls ihr die noch nicht gesehen habt, checkt die gerne ab. Die legen sehr, sehr viel Wert drauf, das Fleisch medium rare zu machen. Dass du wirklich diesen rosanen Film im Fleisch hast, das gibt nochmal einfach eine ganz andere Geschmacksnote. Ich kann das auch nur jedem Burgerladen nahelegen. Bietet es an. Fragt, der Kellner soll jedes Mal fragen, wie wollt ihr euer Fleisch? Geschmacklich kannst du nichts sagen. Ich muss auch ehrlich sagen, mir haben die Pilze drauf geschmeckt, obwohl ich gar kein Fan bin von Pilzen auf Burger. Aber die waren voll okay. Richtig geil. Stark. Gaziantep. Ja, la, geh mal. Teşekkürler. Abi, afiyet olsun. Kolay gelsin. Komm dazu, mein großer Freund. Kaburger. Warte. Warte, geh auf Bordstein. Was hast du zu dem Entrecote-Burger? Was würdest du denn geben? Punkt Abzug, weil es halt nicht medium war. Ja. Ich würde sagen, eine gute 7, 7,5. Ich persönlich würde dem Burger auch so zwischen 7,5 und 8 geben. Das Fleisch hatte einen sehr, sehr guten, sehr, 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 sehr guten Geschmack. Hallo. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Den Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt. Und Emre auf Instagram folgen. Könnten echt jetzt noch eine Pizza verdrücken. Das Brot wird jeden Tag frisch gemacht von der Bäckerei. Das Fleisch macht er jeden Tag in seinem anderen Laden. Und jetzt ist natürlich die Zeit, Freunde, schreibt unten in die Kommentare, was für Läden wir noch probieren sollen. Also, wir sind jetzt in Antep, ihr habt jetzt die Chance. Schreibt es rein.